Meine heutige Challenge bei Natürlich gekocht, Haselkätzchen süß-sauer, Haselmehl und Rosenknospen einzubauen in ein dreigängiges Menü, das wäre der schneidige Challenge und das schauen wir uns jetzt an. Bediener, unsere Kräuterexpertin, hat mir wieder ein paar interessante Produkte vorbeigebracht. Und zwar, ich sehe da schon ein paar Kräuter, dann eingelegtes, aha, okay, ein paar Knospen. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, was das heute wird und welche Aufgabe sie für mich hat. Ich sitze da mitten in einem Bärlauchfeld und rundherum wächst und blüht schon alles. Es kommen die Knospen raus, es kommen die Frühkräuter raus. Und die Frühkräuter, die haben genau jetzt alles, was wir brauchen nach dem Winter. Und zwar ganz viel Vitamin C, vertreiben uns die Frühjahrsmüdigkeit und bringen uns so richtig viel Kraft. Und genau das sollst du heute einbauen, Markus. Und zwar den Bärlauch, die Frühkräuter, die Knospen von Bäumen und Sträuchern. Und eine Besonderheit habe ich auch noch für dich heute, und zwar die Haselkätzchen. Die sind einmal süß-sauer eingelegt und einmal als Mehl. Die baust du in eins deiner Gerichte ein. Für die Frühkräuter habe ich schon eine Idee. Und zwar habe ich da einen Spezialisten in St. Veit im Pongau, der sich den Kräutern verschrieben hat, nämlich der Vitus Winkler. Und da werden wir jetzt mit unserem E-Auto hinfahren. Tanken tun wir natürlich mit sauberer Energie. Servus Vitus. Ja, hi Markus. Du, ist da schon was untergekommen? Ja, haben wir. Ich habe ein bisschen Bachgräse gefunden. Es liegt so ein bisschen Schnee. Aber so entstehen auch die Namen für meine Gerichte, Winterbach. Und da haben wir zum Beispiel auch die Bachgräse. Und der Schnee, tut einem das nichts jetzt, oder? Nein, also jetzt, wenn es ein bisschen schneit im Frühling, das ist ja oft so Standard, gell, das passt genau. Bringe ein bisschen Frische wieder, bringe ein bisschen Wasser. Wichtig ist einfach nicht, dass es durchgefriert, dann wird es natürlich lascht die Bladeln. Aber so jetzt, wie es jetzt ist, mit ein bisschen Schnee, das ist sogar gut. Bachgräse lebt ja vom frischen Wasser. Drum wächst es da am Bach recht gut. Einer der ersten Kräuter, was kommt im Frühling. Und ja, so passt das auch perfekt halt für unser Gericht Frühlingswiese. Und die darf man jetzt gleich verwenden, oder? Ja. Wir schauen. Kannst du mir gleich ein bisschen helfen, dass wir nur zusammenkriegen für eine gute Portion. Ist da ein bisschen Freigraben, oder? Ja. Haben wir genug, oder? Haben wir genug. Packen wir's. Traumwetter, hey. Ja, Markus, da haben wir jetzt noch das Schaboxkraut. Das muss man jetzt pflücken, bevor die gelbe Blüte kommt. Weil dann ist er eher giftig. Und jetzt ist er super Vitaminbombe. Das ist sehr Vitamin C reich. Bitte. Nein, eines so die Kräuter, die uns entgiften im Frühling und perfekt zum Fisch dazu. Wie ist es bei dir eigentlich dazu gekommen, dass du dich so viel mit Kräuter beschäftigst? Ich war auf Wanderschaft, auf Reisen, habe im Ausland gearbeitet und dann, wie ich zurückgekommen bin, wieder nach meinen Wanderjahren, habe ich gemerkt, was wir für schöne Natur haben. Und da habe ich genauer hingeschaut, nicht beim Spazierengehen links und rechts, und da wächst so viel und ich habe auch viel nicht gekannt und habe mich einfach dann die letzten 10 Jahre eigentlich schlau gemacht und habe eigentlich die Kräuter lieben gelernt und schätzen gelernt. Und so haben wir die in unserer Küche einfach jetzt einen fixen Bestandteil. Und zu den regionalen Lebensmitteln, was wir von unseren Bauern beziehen, ist dieses i-Tupferl, was unsere Gerichte eigentlich ausmacht. Reinspaziert in mein Reich. Super, das ist schon alles aufgebaut. Ja, haben wir schon alles hergerichtet. Für unsere Frühlingswiese vielleicht noch ein paar Kräutern, was wir jetzt selber gezupft haben, nehmen wir mit. Dann verschiedenste Kräuter eben dabei, Bachgräse, dann Schaboxkraut, Gänseblümchen, frischen Bärlauch auch noch, eingelegten Knospen vom Vogelbär oder Bärlauchknospen kann man auch super einlegen. Du kannst viel einlegen, gell? Ja,
damit dass wir für den ganzen Winter die Kreideln und die Knospen auch zur Verwendung haben. Für die Vorspeise, für die Frühlingswiese, brauchen wir jetzt einen Nudelteig. Den stellen wir aber mit Bärlauchpesto her, damit dass wir die Kräuteraromen drinnen haben im Nudelteig. Und dazu machen wir noch ein bisschen Gemüse, darf nicht fehlen, gelbe Rüben, ein bisschen Lauch dazu, schwitzen wir jetzt dann Milch in eine Pfanne an, braten es noch ab. Dazu ein frischer Knete, dass wir eine schöne Schärfe haben. So, Markus, jetzt kannst du noch einen Schluck Weißwein reingeben. Eine schöne Säure, was man gerade daheim hat, offen hat. Perfekt. Und bitte noch ein bisschen Gemüsebrühe und eine Sahne. Ich will auch ein bisschen was reingeben. Ein bisschen, genau. Perfekt. So. Kennt man sich schon aus, der Mann kann's. Hey, weißt du, wie das reingehört? Er hat schon mal gemacht. Ja. So, jetzt machen wir den Fisch weiter. Dann portionieren, schneiden jetzt in 3 Stückerl. Und der Fisch wird nicht gebraten, sondern einfach kurz gedämpft im Dampfgarer, ein bisschen Energie sparen, einfach nur für 10 Minuten bei 65 Grad. Ja, dabei, dass der Fisch drinnen vor sich hin dämpft, kümmern wir uns um so einen Nudelteig. Aus dem frischen Bärlauch haben wir da das Pesto gemacht und den geben wir eben beim klassischen Nudelteig dazu, darum haben wir so eine schöne grüne Farbe. Ja. Den schneiden wir jetzt mal, oder? Ja, schneiden wir jetzt so feine Bahnen außer. Der Bärlauch gehört zu den Liliengewächsen und in sich trägt er schon den Namen des Bären. Der Bär war früher der Frühlingsbringer. Also sobald der Bär erschienen ist, war die Kraft des Winters durchbrochen. Und genau diese Kraft, die gibt uns der Bärlauch und vermittelt er uns auch. Weil wie der da durch den Waldboden durchkommt und sie durch die Laubblätter durchtreibt, richtig kraftvoll. Mit dieser Kraft vertreibt er Winterblues und Frühjahrsmüdigkeit. Er hat ganz viel Vitamin C, aber auch Kalium, das uns den Wasserhaushalt ankurbelt und Lebensgeister weckt. Ein ganz spezieller, wichtiger Wirkstoff, den der Bärlauch hat, sind die schwefelhältigen Öle. Und zwar, wenn man ihn pflückt oder zerkaut, wird das Allicin in Allicin umgewandelt. Das wiederum zerfällt in schwefelhältige Verbindungen und das macht diesen Geschmack und den Geruch aus. Eigentlich ist es ein Fraßschutz vor feindlichen Bakterien oder Insekten für den Bärlauch, aber der größte Fraßfeind sind wir Menschen, weil wir lieben und schätzen diesen Geschmack des Bärlauches, aber auch die gesundheitliche Wirkung. Und diese ätherischen, schwefelhältigen Öle, die haben eine ganz große Vielfalt an Wirkungen. Und zwar putzen die uns den Körper so richtig durch, wirken blutreinigend, wirken vorbeugend gegen Gefäßverkalkung, senken den Cholesterinspiegel, senken den Blutdruck und wirken entgiftend und entschlackend. Gleichzeitig ist der Bärlauch aber auch nur eine tolle Eisenpflanze. Er hat eine biologische Formel, die das Einschleusen des Eisens erleichtert. Achtung aber mit der Verwechslungsgefahr beim Bärlauch. Wenn man so erntet, können ganz leicht giftige Blätter dabei sein, die auch eine tödliche Wirkung haben. Also wirklich immer die Blätter einzeln pflücken und kurz kontrollieren. Der Bärlauch hat eine glänzende Blattoberseite und eine matte Blattrückseite. Die Blattmittelrippe, die knackt beim Bärlauch. So kann man ihn ganz wunderbar erkennen. Also nie auf den Geruch verlassen, sondern wirklich immer das einzelne Blatt kontrollieren. Verwenden kann man vom Bärlauch alles. Die Blätter, die Stängeln oder auch die Blüten, die er dann ausbildet oder auch die Früchte, aus denen kann man ganz besonders gutes Salz machen. Aber genauer so die Wurzel, die ist wie ein Knoblauch zum Verwenden. Beim Ernten achtsam umgehen, wirklich immer nur ein Blatt pro Pflanze pflücken, damit der Bärlauch noch genügend Kraft hat, um Blüten und Samen zu produzieren. Und wie machst du das, dass der so grün bleibt? Ja, das ist so, dass den Bärlauch immer vorher ein bisschen mit der Hand schneidet. Das Öl auch ein bisschen kalt, also nicht zu warm haben und kurz mixen. Durch die Hitze vom Öl wird es meistens so bräunlich. Ja, das passiert oft. Ein paar Stickerl zuschneiden und dann gehen wir schon ab ins Wasser zum Kochen. In der Zwischenzeit machen wir noch unsere Buttermilchsauce. Brauchen wir einfach die Buttermilch, dazu ein bisschen Öl. Da haben wir jetzt das Bärlauchöl und 2-3 Kaviarlöffel. Was haben wir denn da jetzt für einen Kaviar drin? Das ist ein Lachsforellenkaviar, also ein heimischer. Ist aus Salzburg, genauso wie die Buttermilch und eigentlich das selber gemachte Bärlauchöl als heimische Produkte, Lebensmittel, wie ich so gern sage. Das sieht man eigentlich mit 3 Sachen, gell? Wenn man was richtig drei, Tolles zaubern kann. Ein bisschen Pfeffer kommt noch rein. Also okay. Und ein Salz. Dann sind es 5. Und dann haben wir eine herrliche Soße für unseren Fisch. Perfekt. Können wir schon anrichten. Können wir anrichten. Ich nehme mal das Nudelblatt, gebe ein bisschen Gemüse dann drauf. Einen Fisch, oder? Ja, bitte. Jetzt haben wir einen Fisch drauf. Aufs Teller, dann wird das geschichtet wie eine Lasagne. Dann schnappen wir uns da den Grain, Schärfe, darf nicht fehlen.
Und dann vollenden wir das nochmal in unsere Knospen, in unsere Blüten, mit den Kräutern. So, dann haben wir jetzt unser Schaboxkraut. Das geben wir jetzt einfach so natürlich wie möglich drauf. Das ist unsere Frühlingswiese. Dann haben wir da noch Silberfenchelkraut aus dem eigenen Garten. Dann das Milzkraut. Wow, das schaut cool aus. Ja. So, man sieht schon jetzt, Kreidl hat seinen perfekten Platz. Ja. Einfach wie in der Natur, genau. Wild gewachsen. Und jetzt haben wir noch unsere Knospen. Da haben wir Vogelbeerknospen. Also die sind wirklich, bevor es aufgehen, die Vogelbeeren, haben wir eingelegt. Und das kannst du genauso mit Bärlauchkapern machen, also mit Bärlauchknospen, mit den Zurno oder mit den Porridge aus dem Garten. So, Markus, schnappst du gleich bitte die Buttermilchsauce, ein bisschen schön verteilen mit Kaviar und dann geben wir noch den Frischkäse dazu. Ja, und zum Schluss unsere Gänseblümchen, die müssen wir auch noch einbauen, ne? Genau, Gänseblümchen mag ich voll gerne auch in der Frühlingszeit, darum dürfen die bei der Frühlingswiese, bei dem Gericht nicht fehlen. Sehr viel Bitterstoffe drinnen, blutreinigend und einfach eine optische Hingucker, gell? Das schaut richtig cool aus. Da müssen wir da schon noch zwei, drei drauf da. Das Gänseblümchen, die kleine Sonne. Sein Ausbund an Zähigkeit. Kaum ist der Schnee weggeschmolzen, kommen die ersten Gänseblümchenknospen raus. Und sie hat außen da so Lippenblüten und innen Röhrenblüten. Ein Korb voll Blüten, somit gehört sie zu den Korbblütengewächsen. Wenn das Gänseblümchen rosa ist außen bei diesen Blättern, dann ist sie zu kalt geworden. Das ist eine Reaktion der Flavonoide, die eine Stoffwechselreaktion auslöst und einen Kälteschutz produziert. Das Gänseblümchen hat ein irrsinnig großes Spektrum an Wirkstoffen, von Flavonoiden, ätherischen Ölen, Saponinen, Schleimstoffen, Gerbstoffen und ganz viel Vitamin C. Genauso groß ist auch der Wirkungsbereich des Gänseblümchens. Ist ein gutes Magen-, Leber- und Gallenmittel, fördert den Appetit, ist ein gutes Hustenmittel. Man kann es aber auch äußerlich toll anwenden, bei blauen Flecken, bei Insektenstichen und so weiter. Vom Gänseblümchen kann man alles verwenden. Ob die Blätter, die kann man in Smoothies oder auch in Aufstriche oder unter das Gemüse mischen, den Stängel und auch die Blüte. Aber am süßesten und am besten schmeckt der Stängel. Da ist nämlich der Zucker drinnen, der die Pflanze versorgt. Das ist ein Gänseblümchen. So, fertig ist unser Frühlingswiese. Schaut spitze aus. Dann brauchen wir ein Beweisfoto für die Bettina. Bevor wir es probieren, oder? Und dann werden wir es verkosten. Fischkaviar, alles gehört dazu. Gell? Ganz wichtig, haben wir gelernt, immer alles miteinander probieren. Ja, ganz wichtig. Und Markus, wie schmeckst du? Super. Ja? Spitze. Freut mich. Wirklich sehr gut. Alles heimisch um die Ecken. Und da sieht man, was alles versteckt unter dem Schnee. Gell? Was für eine Kraft schon in der Natur zu haben ist. Für unser Hauptgericht beschäftigen wir uns heute mit Lamm. Das hat ja jetzt momentan Hochsaison. Und zwar machen wir heute ein Lammschnitzel mit einem Bärlauchkartoffelsalat. Und da fahren wir jetzt zu einem Produzenten nach Eschenau und da werden wir uns ein super Lamm-Kaiserteil holen. Wie ist das jetzt da bei dir so mit der Haltung? Ja, das sind unsere Nachkommen, die kommen auf die Welt für die Schafe im Herbst. Und dann mit so 3 Monaten circa sperren wir die ab. Da haben sie dann so 30, 35 Kilo, da kommen sie von Schafe nachher und werden dann lang gehalten und werden dann einmal fertig gefördert. Wie ist denn das mit der Fleischqualität? Warum sind die besonders gut? Ja, weil sie Zeit zum Wachsen haben. Weil sie mir einfach 8 Monate alt werden lassen und dadurch auch ein bisschen länger Zeit haben, dass sie Geschmack entwickeln und natürlich schon auch unser Heu und unser Silo und uns auf der Alm sind die Kräuter und Gräser für die Armen. Also auch unter dem Motto, Zeit bringt Qualität. Ja, genau. Man muss ja ein bisschen Zeit gönnen und nicht einfach nur schnell rauffahren, damit es schnell Spaß hat und schnell. Sie dürfen schon ein bisschen Zeit haben zum Wachsen. Und sind die deswegen so kurz jetzt, weil sie geschoren sind oder sind die von Haus aus jetzt so kurz? Nein, wir haben die ja vor 4 Wochen geschoren, eben weil sie da unten noch ein bisschen Fleischansatz haben. Das taugt geil. Wenn du 2 Monatswochen bist im Sommer, ist das auch was. Und bei mir ist es halt auch so, dass die Zeit auch schon gekommen, dass einfach die Winterkleider ablegen dürfen.
Und das sind jetzt aber verschiedene Rassen, gell? Das sind verschiedene Rassen. Da haben wir einmal die Jura, die Schwarzen, die Braunen sind Jura, das Gescheckerte ist ein Bergschafe. Wir haben uns da bei uns Mutterschafe aufgeschaut, Verbrühenschafe, Steinschafe, Jura, Bergschaf, Tiroler Steinschaf, Kunterbunt. Was du denn also noch kennst? Wahnsinn. Ja, dann wächst man im Endeffekt auf. Die hat mir auch relativ lang, die ist schon, ja, die wird schon 15 Jahre alt sein, die Schafe. Ja. Da knappert schon einer an meine Schuhe. Ja, die sind zutraulich. Ja, die haben mir jetzt überlegt, ich darf eine Schnitzel machen. Jetzt brauche ich auch natürlich ein wenig Fleisch für dich zum Mitnehmen. Schau, Markus, da ist jetzt der Lammschlägel. Da werde ich jetzt gleich den Käseteil rauslösen. Das ist am meisten Fleischanteil da, gell? Ja, das ist das größte Fleischteil ohne Sehnen vom Schlögel. Ja. Und natürlich. Also passt eigentlich perfekt für die Schnitzel, gell? Butterwach. Jetzt haben wir da unser super Kaiserteil. Als allererstes kümmern wir uns jetzt aber um unseren Kartoffelsalat mit Bärlauchpesto. Und da müssen wir jetzt als allererstes unsere Kartoffeln kochen. Für unsere Marinade für die Kartoffeln, für unsere Kartoffelbrühe, werden wir jetzt ein bisschen Öl erhitzen und werden da drinnen dann unsere Schalottenwürfel anspitzen. Ich verwende gerne immer Schalotten statt Zwiebeln, weil die sind ein bisschen milder und feiner. Und wenn ihr die Schalotte auffächert zum Würfel schneiden, dann lasst euch den Strunk drauf, dann geht es beim Schneiden ein bisschen leichter und sie fällt euch nicht auseinander. Wenn unsere Schalottenwürfel jetzt glasig angeschwitzt sind, dann löschen wir das mit unserer Brühe ab. Ich verwende immer gerne eine frische Rinderbrühe. Man kann aber auch Gemüsefond verwenden, wenn man es gerne in die vegetarische Richtung haben will. Dann geben wir jetzt unseren Senf dazu. Öl und Essig natürlich. Und mit dem marinieren wir die Kartoffeln und machen einen richtig cremigen, geschmeidigen Kartoffelsalat. Einen Energiespartipp habe ich noch für euch. Und zwar kocht es unbedingt auf Induktion. Das spart euch richtig viel Energie. Wenn ihr noch mehr Energie sparen wollt, nämlich 20% mehr, verwendet unbedingt Geschirr mit vollflächigem Boden. Und wenn ihr es ganz richtig machen wollt, dann verwendet auch nur sauberen Strom. Und die Kartoffeln sind dann fertig, wenn das Messer ohne Widerstand wieder aus dem Kartoffel rauskommt. Die Kartoffeln immer so heiß wie möglich schälen, damit die Brühe richtig gut in die Kartoffeln rein kann und die Kartoffeln das richtig gut aufsaugen und dann wird das richtig schöner, sämiger, geschmackiger Kartoffelsalat. Und da dazu gibt es dann unser Pesto rein. Das mischen wir dann drunter, damit der eine schöne grüne Farbe kriegt. Und zwar den Bärlauch blanchieren wir uns jetzt ganz kurz, nur für 2-3 Sekunden, damit der richtig schön seine grüne Farbe behält. Und dann werden wir den ausdrücken, dass das Restwasser richtig draußen ist. Und dann schneiden wir den ganz fein, weil dann tut sich der Mixer ein bisschen leichter beim Aufmixen. Geben natürlich ganz klassisch dazu Pinienkerne, ein bisschen Salz, Parmesan und Olivenöl. Und ganz wichtig, nicht zu lange mixen, weil dann bleibt es nämlich wirklich genau so grün. Schaut mal, perfekt. Das Pesto ist richtig super geworden. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns gleich schon abonnieren. Und jetzt schmecken wir unseren Kartoffelsalat noch mit ein bisschen Salz und natürlich Essig ab. Und dann können wir uns um unsere Schnitzel kümmern. Unser Lammkaiserteil, das schneiden wir uns jetzt in Scheiberl und tun das dann ganz kurz anklopfen und dann ganz klassisch panieren. Und immer schön in Bewegung halten, die Schnitzel. Dann wirft es richtig schön in Wellen und wird richtig schön knusprig. Schaut mal, und die duften wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen was von unserem Pesto unter den Kartoffelsalat mischen. Dann richten wir das an, unsere Schnitzel drauf und dann natürlich darf man nicht vergessen unsere Haselkätzchen, weil die möchte ich gerne da jetzt einbauen. Die Hasel gehört zu den Birkengewächsen. Und wenn wir an die Hasel denken, dann denkt man meistens an die Nuss. Dabei hat die Hasel noch viel mehr zu bieten, und zwar diese netten kleinen Würstchen da, die Haselkätzchen. Die sind in der Natur auch ein Zeiger für den Frühlingsbeginn. Und diese Haselkätzchen sind voller Antioxidantien, Vitamine, Mineralstoffe und Proteine, richtige kleine Kraftpakete. Diese Haselkätzchen kann man entweder einlegen oder zum Beispiel auch als Mehl verwenden, dazu aber noch später. In der Volksheilkunde werden die Haselkätzchen verwendet, um den Stoffwechsel anzuregen, wirken schweißtreibend, kreislaufanregend, aber auch entgiftend. Außer dass man die Haselkätzchen isst, kann man sie aber auch noch als Tee verwenden. Aufpassen sollten allerdings die Menschen, die zur Pollenallergie neigen.
Diese großen gelben Wolken, die man da durch die Luft fliegen sehen im Frühling, das sind die Pollen und das ist unter anderem auch das Futter der Bienen. Insofern sollte man mit dem Ernten sehr sparsam umgehen. Und unsere süß-sauer eingelegten Haselkätzchen von der Bettina, die werden wir jetzt da noch ein bisschen drauf geben. Und mit unseren Frühkräutern wird das ein richtig frisches, frühlingshaftes Gericht. Für unser Dessert bauen wir jetzt ein von der Bettina unser Haselmehl, unsere Knospen und natürlich auch unseren Rhabarber, den wir bekommen haben. Und zwar machen wir eine Rhabarber-Tart. Da werden wir das Haselmehl ein bisschen unter das normale Mehl dazu mischen und geben da dazu unsere Butter, natürlich Ei, Zucker, ein bisschen Vanillezucker und kneten uns da einen richtig schön geschmeidigen Mürbteig. Durchs Haselmehl wird der Mürbteig ein bisschen dunkler. Kneten tun wir den natürlich mit der Hand, weil da hat man ein besseres Gefühl und dann geht es leichter. Das Mehl der Haselkätzchen kann auch noch mit den geöffneten Kätzchen gemacht werden. Samt den Pollen werden die Haselkätzchen getrocknet und zum Mehl pulverisiert. Früher hat man das schon gemacht, weil Mehl sehr teuer war und so hat man das Mehl gestreckt. Mehl aus Haselkätzchen oder auch aus heimischen, ungiftigen, anderen Bäumen ist mit dem Kätzchen Mehl hergestellt worden. Und so hat man gleich zusätzlich noch eine energiereiche Nahrungsergänzung. Unser Mürbteig, der ist jetzt natürlich im Kühlschrank, der muss jetzt ein bisschen rosten. In der Zwischenzeit machen wir uns unsere Creme. Dazu braucht man Schlagobers. Da geben wir dann rein unsere Dotter, unseren Zucker, das Vanillepuddingpulver und ein bisschen an Vanillezucker noch dazu. Das rühren wir zu einer ganz glatten Masse. Wenn wir das fertig haben, kommt das dann über die Tarte. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch unseren Rhabarber und den schneiden wir uns jetzt. Der Rhabarber, der gehört zu den Knöterichgewächsen und ist somit verwandt mit dem Sauerampfer. Eigentlich ist er Gemüse, aber wir verwenden ihn sehr gerne als Obst. Er hat so einen angenehmen, fruchtig-säuerlichen Geschmack, den verdankt er der Apfel- und Zitronensäure. Er hat ganz viel Vitamin C, Kalium, Magnesium, aber auch Eisen. Das Kalium wirkt super entwässernd und das Vitamin C stärkend auf unser Immunsystem. Der Rhabarber wirkt generell förderlich für unsere Verdauung, wirkt blutreinigend und entgiftend. Am besten verwendet man den jungen, frischen Rhabarber, der hat nur am wenigsten von dieser giftigen Oxalsäure enthalten. Aber sobald man den Rhabarber kocht oder backt, reduziert sich die Oxalsäure. Die guten Inhaltsstoffe überwiegen in jedem Fall. Unseren Rhabarber wird man normalerweise schälen, weil der außen gerne ein bisschen faserig ist. Für uns schneiden wir den jetzt aber gleich in Scheibchen, weil wir wollen diese schöne rote Farbe von dem Rhabarber gerne in der Tarte drinnen haben und da kann man die gern drauf lassen. Wenn ihr natürlich unsere Rezepte abrufen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, nämlich online auf der Homepage von der Salzburg AG. Unseren Teig haben wir jetzt ausgerollt und zwar zwischen zwei Frischhaltefolien. Und dann ist es viel weniger Aufwand und ihr tut es euch leicht beim Reingeben in die Form und habt weniger Batzerei. Jetzt brauchen wir nur noch die Ränder gleichmäßig abschneiden. Dann können wir unseren Rhabarber reingeben. Dann kommt die Creme drüber und dann geht es direkt für 50 Minuten ins Rohr. Einen Energiespartipp habe ich noch für euch. Wenn ihr euch bis zu 15% Energie sparen wollt, dann schaut unbedingt drauf, dass ihr das Backrohr vorheizt. Und das Ganze immer zeitnah und unbedingt auf die Temperatur, die ihr wirklich braucht. So, unsere Tarte ist jetzt fertig. Duftet wunderbar. Wunderbar nach Rhabarber und ein bisschen nach Vanille. Und die werden wir jetzt schneiden. Und dann richten wir die an mit unserer Meringue-Masse. Da haben wir uns Eiweiß mit Zucker aufgeschlagen zu einer ganz steifen Masse. Die werden wir dann kurz abflämmen. Und obendrauf geben wir dann unsere in Schoko getunkten Knospen. Die Knospen sind die Kostbarkeiten von Bäumen und Sträuchern. Die Knospen werden im Lateinischen Gema genannt, was übersetzt Edelstein oder auch Juwel heißt. Sobald es wärmer wird, schickt der Baum die genetische Information des Embryonalgewebe, das auf Zellwachstum und Zellvermehrung programmiert ist, genau in diese Pflanzenteile, und zwar in Knospen, Spitzen, Triebe und Kätzchen, um zu wachsen und um sich zu verjüngen. Das heißt, der Baum verjüngt sich jedes Jahr aufs Neue. Somit sind Knospen ein absoluter Jungbrunnen. Vor allem ist die Wirkstoffkonzentration in den Knospen extrem hoch. Es sind Flavonoide, Harze, ätherische Öle, Antioxidantien,
Gerbstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, all das in diesen Knospen enthalten. Sie wirken antibakteriell, heilend, kräftigend, zellschützend und aber auch entgiftend. Man kann die Knospen roh essen, man kann sie aber auch einlegen in Essig, Öl, Honig oder Wein. Verwenden kann man alle Knospen von heimischen, ungiftigen Bäumen und Sträuchern. Beim Sammeln sollte man sehr achtsam sein. Wir wollen die Natur für unsere Gesundheit nutzen, aber sie nicht ausnutzen. Und dafür gibt es einen ganz guten Spruch, und zwar: Äpfel sammelt man in Kübeln, die Kräuter in Körben und die Knospen in Fingerhut. Und das mit den Knospen, das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und die werden wir jetzt noch auf unser Tart drauf geben. Und dann bin ich gespannt, was die Bettina heute zu meinen Gerichten sagt. Das ist ja ein richtig kraftvolles Menü. Von der Frühlingswiese direkt auf den Teller. Da hast du noch tolle Tipps beim Vitus abgeholt. Das Schnitzel ist zwar nicht mein Fall, aber es schaut super knusprig aus. Der Kartoffelsalat hervorragend. Und die Rhabarbertart mit dem Haselmehl, so habe ich das noch nie ausprobiert. Das werde ich in jedem Fall nachbacken. Und darum werde ich mir als allererstes das Dessert schmecken lassen. Kann man so lassen. Ich würde sagen, Challenge ist gelungen, und wenn ihr sehen wollt, was wir sonst noch gekocht haben, dann könnt ihr euch das da anschauen oder uns auch gleich abonnieren.